Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren saftigen Folge von Bloons Tower Defense 6. Ihr habt mich angeschrieben, dass es einen neuen Helden gibt und den schaue ich mir heute an. Aber vorher... Hä? Wow, was ist das denn? Ist das etwa mal wieder der Comic, den ihr euch vorbestellen könnt? Ich glaube schon. Okay, das reicht dann als Werbung. Dann gehe ich mal drauf und zeige euch den neuen Helden Psi. Wo ist er denn? Genau hier. Psionisch steht da. Psi ist ein begabtes Affenkind. Ach, genau wie ich. Und nutzt nur die Kraft des Geistes, um Bloons von innen heraus zu zerstören. Psychische Explosion. Psi setzt eine Kraftwelle frei, die Bloons in der Nähe für lange Zeit betäubt. Das klingt schon mal sehr stark. Dann noch stillen Schrei. Wie auch immer das funktionieren soll. Psi entfesselt einen stillen Schrei, der die Bloons in völliges Chaos stürzt. Ach so, dann laufen die durcheinander, nehme ich an. Ja, okay. Dann spiele ich heute... Wo spiele ich denn? Ausweichen. Ja, die sieht auch nicht so schwer aus. Ich bin nämlich gerade echt unerfahren. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ne? Auf schwer? Auf Standard. Da ist er. $865. Stelle ich den hier hin? Was soll ich denn tun mit ihm? Ich pack den mal einfach hier zwischen, wenn das geht. Nö, geht nicht. Ja, gut. Warum ist denn da der Abstand? Ich hasse das Spiel. Was soll das denn? Da kann er zwischen, hier aber nicht. Ja, alles klar. Gut, dann packe ich dich so richtig schön hier in die Mitte. Also von dem Teil hier, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Einfach dazu? Ja, obwohl, nee, da hätte ich eigentlich gerne einen Eisaffen. Ganz, ganz schwierig. Ah, ich starte einfach mal die Runde. Der schafft das schon. Ah. Das sieht aber sehr krass aus. Uiuiui, aber er schafft es nicht ganz. Das ist blöd. Alarm. Mach ich ihn da hin? Hä? Ach so. Macht ja Sinn. Der hat ja die geistige Fähigkeit. Den hätte ich überall hinstellen können. Aber vielleicht ist die Fähigkeit von ihm nur irgendwie begrenzt hier auf diese Stelle. Versteht ihr? Das weiß ich ja nicht. Mitte und unten. Wir schaffen das schon. Ja, geht doch. Hey, schneller Bumerang. Und dann glühend heiße Bumerange. Dann kommt hier jetzt noch der allzeit bereite Eisaffe rein. Und der sehr bombige Bombenturm. Wow. Ja, und bei dem gehe ich auf mein Lieblingsding. Blumenaufschlag für Stun. Und Raketenwerfer. Schnelleres Nachladen. Raketenwerfer. Größere Bomben. Und dann auch noch bitte schwere Bomben. Und da ist die erste Fähigkeit. Die psychische Explosion. Na, wir warten mal kurz ein bisschen. Bis da ein bisschen mehr kommt. Und währenddessen wir warten, stelle ich noch einmal einen... okay, die Plantage. Die lacht mich gerade mal wieder an. Zack. Dazu dann noch den Tod, der das Ganze einsammelt. Zack. Ja, und ich aktiviere psychische Explosion! Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das da so gemacht hat. Ich glaube, es wäre auch mal cool, irgendwie was gegen diese Herzis zu machen. Dann gehe ich hier auf den Wachstumsblocker und auf größerer Radius. Das kann sich mal wieder sehen lassen. Und Radarscanner. Dann hier nochmal ein bisschen um die Bananenplantutsche. Oh, das wollt ihr nicht kümmern? Hallo, nein! Genau, erhöhte Produktion, größere Produktion, das können wir ja alles bereits seit vielen Folgen. Und solltet ihr das alles nicht kennen, einfach in die Beschreibung gucken. Da ist nämlich nicht nur der tolle Comic, sondern auch eine Playlist verlinkt, bei der ihr alle Folgen nachholen könnt, falls ihr mal irgendwie 2,5 Jahre Zeit habt. Denn da habe ich schon echt viel hochgeladen. Ich baue schon mal als Backup hier eine Nagelfabrik hin. Die sollte dann einiges davon abhalten, durchzugehen, falls es mal zu Problemen führen sollte. Das weiß ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mitte für schnellere Produktion und da oben hin für größere Häufchen. Dann noch das Bananenplantagen-Upgrade und ich glaube, ich bin heute sehr genügsam. Ich stelle nur noch eine weitere Bananenplantutsche und das reicht dann. Nee, das gefällt mir nicht. Ich brauche mehr Eis. Untere und Mitte. Genau. Dann kann ich da nämlich auch auf die Schiffe gehen und dann geht nichts mehr durch. Dann den Kylie-Bumerang und Morddruck gönne ich mir auch noch.
Denn das erste Schiff ist jetzt gleich schon bei mir. Bananenplantutsche upgraden. Und ich glaube, das war's. Da werde ich das nächste Upgrade nicht mehr kaufen. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Hier noch die Eiszapfen. Und noch einmal Dschungeltrommeln, um alle ein bisschen zu verstärken. Ja, das erste Schiff ist auch hinüber. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen auf den Bombenwerfer konzentrieren und auf den Stun gehen. Blun, Aufschlag. Ja, aber was mache ich jetzt? Soll ich vielleicht Geld ausgeben, um den Psi zu leveln? Nee, ich glaube fast, ich schaffe das sonst nicht. Ich hole nochmal einen alten Freund dazu. Den Schmellimob da. Ich hätte noch gerne eine Nagelfabrik, die direkt hier vorne... nicht ganz vorne. Obwohl, dann kriegt es noch das... Ah, hier würde es auch noch das Dorf mitkriegen. Das ist eigentlich ganz gut. Genau, denn falls irgendwie ein krasses Schiff kommt, könnte ich da auf die Mitte gehen und auf das obere. Ist ja auch gar nicht so teuer, ne? Der Moab-Schredder. Ja, dann noch Nagelsturm, falls es richtig krass wird. Aber ich denke, ich hab's soweit geschafft. Vor allem, wenn ich jetzt noch den Apache hole. Zack. Ich kann's mir leisten. Eiszapfen Pfahl. Ja, jetzt bin ich wieder verarmt. Soll ich vielleicht noch irgendwas anderes stellen? Ich dachte gerade... Oh, Level 88. Krass. Ein Affenwissenspunkt kriege ich auch noch. Nee, ich dachte gerade an den hier wieder. Den Fallschussschützen. Könnte ich ja eigentlich... Ah, geht das nicht durch? Ach komm, ich probier's. Das wird mich interessieren. Dann stelle ich den hier hin und gehe dann auf den Laser, weil der Laser könnte vielleicht da durchrattern. Ich weiß es aber nicht. Gesperrt. Ich ziehe mal hier auf den Eingang. Genau, und dann auf das obere und auf das untere. Schussbündelung, Laserschock, Schnellschwenk, starke Wurfpfeile. Ja, jetzt muss ich sparen. Das ist jetzt gerade der Abprall, macht der komplett Sinn. Aber Laser, ich weiß nicht. Das könnte eigentlich durchgehen. Geht's durch? Oh nein. Oh Mann, komm schon. Ist doch nur eine doofe Hecke. Was soll das denn? Ich upgrade den weiter. Vielleicht geht der nächststärkere Laser da durch. Ist ja auch nochmal eine andere Form von Laser. Und Plasma-Beschleuniger. Ah. Das ist natürlich jetzt doof. Ich könnte ihn da noch wegtragen lassen, aber... Ach komm. Ich lasse ihn einfach da. Der hat Spaß. Und ich habe die nächste Fähigkeit bekommen. Der psionische Schrei. Und... Psi... Oh, jetzt sind sie gerade nicht mehr da. Schade. Psionischer... Hallo? Schrei! Oh, ja, ja, ja. Sie haben ein bisschen zurückgezuckt. Oder lag das an dem Bumerang-Affen, der die Bloons in völliges Chaos stürzt? Ich glaube halt wirklich, das wird sich mit dem Bumerang-Affen total kombinieren lassen. Ich pack mal den Helikopter weg. Vielleicht kommen sie jetzt ein bisschen mehr durch. Na komm. Oh ja. Ja, ich mach... Ah, nee, okay, okay. Kommt ein bisschen mehr rein. Ja, ja, schön. Nein, nicht so schön. Jetzt hört doch auf, immer direkt zu sterben. Okay, ich aktiviere es. Ich sehe... Schwierig, weil er hat so viele verschiedene Sachen, die er da macht. Und die leuchten auch mittlerweile blau. Irgendwas ist da immer aktiv. Zwei Sachen sind da immer aktiv. Egal. Ich kaufe mir jetzt hier noch gleich die Moab-Beherrschung. Ich habe ja gleich genug Geld. Und dann ist Rezo Schicht im Schacht. Ich kann ja mal eine Plantutsche verkaufen. 5000. Zack, weg damit. Und Moab-Beherrschung! Wow! Oh Mann, ey, das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten, muss man sagen. Kann man nur nicht so oft machen, weil es sehr teuer ist. Oh ja. Oh, jetzt ist die Fähigkeit gerade nicht ready. Kommt nochmal so schön durch. Komm, 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 komm. Alles gut, finde ich gut. Wagt euch ein bisschen weiter nach vorne. Ja? Da ist einfach eine Wackelparty. Ich raff es nicht. Oh, Primärtraining. Primär mit Donentraining. Ja, jetzt ist hier nochmal alles ein bisschen stärker geworden. Also, ich würde mal sagen, dass der schon relativ stark ist. Oder, Leute? Schreibt gerne mal eure Meinung, falls ihr euch da auch ein bisschen besser auskennt und den schon öfter benutzt habt. Ich kenne mich ja hier nicht so aus, ne? Ist ja alles neu. Und ich glaube, die Runde ist mal wieder gar kein Problem für mich gewesen. Vor allem, wenn ich jetzt hier noch alles aktiviere, werde ich das große Schiff leicht niemals zu Gesicht bekommen. Ja, das war's.
350 Bloons platzen lassen, Geld generiert 37.000, schön. Aber was ich auch noch gerne mal nachgucken möchte, ist Content Browser da. Meine eigene Map, glp.tv, 3200 Likes, 12% haben die Map geschafft, oder was? Hä? Was heißt das? Hier übrigens der Code, falls ihr das auch mal spielen und bewerten wollt. 12% haben es abgeschlossen. Ah ja. Ja, vielleicht mache ich nochmal eine neue Map. Das könnte man ja immer mal wieder machen, ne? Habt ihr dann vielleicht auch ein bisschen Spaß mit und ich habe eine tolle Folge. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das hier mit der saftigen Folge von Bloons Tower Defense 6. Bewerte gerne das Video. Schaut auch in die Beschreibung. Da ist der saftige Comic verlinkt. Bestellt den gerne vor. Bis Daniel, euer Comic-Schreibender Manuel. Tschüss, bis dann.